Ich sag lieber mein Alter nicht wie Henry. Ah, die ganze Gang ist gelogen. Willst du Iki einlutschen? Hier, nimm mal die Kamera. Zeig dir mal ganz kurz mein Auto, ja? Mach ich. Yo Leute, was geht zum neuen Video? Tag 3 von der Vlogwoche. Heute ist es jetzt schon ein bisschen spät, es ist auch ein bisschen dunkel, wie man sehen kann. Deswegen benutze ich hier gerade mein Licht, damit ihr überhaupt was sehen könnt. Und zwar, heute wollte ich, wie ihr im Titel erkannt habt, das FAQ filmen. Also ihr habt mir Fragen gestellt. Ich werde sie dann beantworten und werde ich auch zu 100% ehrlich beantworten. Und ich werde jetzt nochmal ganz kurz auf Snapchat und auf Instagram ankündigen, dass ich gleich das FAQ filme. Also für die Leute, die die Fragen noch rausgehauen haben, erstmal danke an euch. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zu Niklas und da werde ich mich noch mit ihm treffen und mit Henry treffen, der übrigens auch gerade im Vlog dreht. Gideon, der kommt auch später nach, der hat noch was mit seinem Auto zu besprechen. Es ist halt wirklich gerade extrem stressig mit diesem Scheißlicht, das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil es ist so voll dunkel. Ich zeig euch das mal. Man kann absolut nichts sehen, gar nichts. Und es ist gerade erst mal 18 Uhr, es ist richtig übertrieben. Auf jeden Fall mache ich mal ganz kurz Zeitraffer, wie wir jetzt dort bei Niklas dann da sind und ich auf die anderen zu treffen. Und ja, let's go! So, wir sind jetzt gleich bei Niklas angekommen und für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, erstmal, was geht ab? Ich habe übrigens einen kleinen Merch mit Henry und das ist der hier. Ja. Hier einmal, Instagram ist einmal hier eingeblendet. Wir verkaufen die Pullis und ihr könnt uns auf Instagram gerne anschreiben, wenn ihr Interesse habt. Wir antworten direkt zurück. Ja, wenn ihr Bock habt, es kostet nur 20 Euro so ein Pulli und T-Shirt kostet halt nur 15 Euro. Das ist also vom Ding her wirklich echt billig. Kauft euch das einfach, Mann. Tut uns einen Gefallen, tut euch einen Gefallen, wenn ihr euch den feiert, wenn ihr uns unterstützen wollt. Würde uns auf jeden Fall echt mega freuen. Und wir sind jetzt angekommen und werde jetzt erstmal gleich so Henry und so den ganzen Laden da grüßen. Aber ey, es ist immer noch so dunkel, ich konnte echt kotzen. Ich krieg so einen Hals, Mann! Ich mach noch ein Bild. Überall spielst, wir werden uns erstmal gönnen. Wir sind jetzt gerade übrigens jetzt mit Niklas da. Hallo Niklas! Und auf jeden Fall werde ich jetzt gleich nochmal meinen FAQ filmen. Also holen uns erstmal richtig fett Spezi. So Leute, also wie ich es angekündigt habe, jetzt kommt das FAQ. Also ich habe jetzt so ein paar Fragen jetzt bekommen. Ich würde sagen, ich lese einfach direkt los. Leute, und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe jetzt auch meinen Kanal eröffnet. ICI. Eigenwerbung stinkt! Nein. Hast du sicherlich noch nie gemacht, ne? Nö. Auf jeden Fall, checkt meinen Kanal ab. Ich habe mein erstes Video jetzt auch schon hochgeladen. Das ist jetzt schon seit, keine Ahnung, 2-3 Tagen online und es ist geil. Erste Frage. Die erste Frage ist von Ich glaube Mirsa. Wie lange willst du YouTube machen? Ich würde YouTube so lang es geht machen. Also das ist ja sozusagen wie ein Hobby. Es ist eigentlich ein Hobby, Mann. Ich habe richtig Bock auf YouTube und so. Es macht mir ultra Spaß und ich will es halt so lange, wie es geht, halt machen. Checkt ihr, was ich meine? Nächste Frage. Und zwar fragt mich Jonas KTM 85. Und zwar fragt mich Jonas KTM 58. Ja, Mann, schon wieder. Jonas KTM 85 hat mich gefragt. KTM Gang. Welches Auto würdest du dir kaufen? Welches Auto? 190er. Nee. 201. Welches ich mir kaufen würde. Also, ich habe mir schon eins gekauft. Und zwar, Henry, hier, nimm mal die Kamera. Zeig dir mal ganz kurz mein Auto, ja? Mach ich. Tom Klose fragt, wo hast du Henry kennengelernt? Wo haben wir uns kennengelernt? Im Puff. In dem Schlafzimmer von deiner Mom! Nico Brinkmann fragt, wie alt ich bin. Ich würde sagen, ich sag lieber mein Alter nicht wie Henry. Ah! Nein, also ihr könnt ja mal schätzen, wie alt ich bin. Keine Ahnung. Vielleicht wissen das ja ein oder andere. Für die Leute, die auch Henry verfolgen, das ist so ein kleiner Tipp. Falls ihr es nicht wisst, er ist zwischen 14 und 16 Jahre alt. Voll gelogen. Zwischen 9 und 35. Nein, er ist so zwischen 14 und 16 Jahre alt. Also wisst ihr Bescheid, ja? So, der Niklas, er hier, er hat mir gestern einen Snap geschickt und er meinte, ich soll ihn nicht öffnen. Also öffne ich ihn jetzt mal direkt hier. Was? Willst du Iki einlutschen?
Aber locker Iki, ne? ICI. Okay, Henry Frempong, oder was? Ja, doch, der heißt so. Ja. Henry Frempong fragt, welcher ist dein Lieblings-YouTuber außer mir? Digga, ich bin Einzelgänger, Junge, Alter. Mich jucken die anderen so einen Scheißdreck. Ich mach das einfach nur wegen den Klicks und nur wegen Geld. Die ganze Gang ist gelogen. Das Gang-Tattoo ist auch eigentlich nur fake. Dein Gang-Tattoo. Also meins, ja. Das hab, ja, mein Gang-Tattoo. The name is Nick. Erstmal Grüße an dich. Frag mich, bist du homosexuell? Ey, mehr als das, Alter. Deswegen habe ich auch eine Freundin. Hey, hallo. Er kennt mich, deswegen ist nur eine Joke-Frage. So, und es sind jetzt noch ein paar andere Fragen, aber ich will den Vlog nicht zu lange machen und es nervt mich so, wenn ihr so guckt, so richtig so. Junge, halt die Fresse. Gib mal kurz her. Ich will auch mal was sagen. Ich wollte euch eigentlich was erzählen über meinen gestrigen Tag. Ich war auf Klo, ne? Kennt ihr das? Wenn ihr euch hinsetzt und schon wisst, oh, das wird dünn, Alter, das wird so fucking dünn. Und auf jeden Fall, dann habe ich losgelegt, ne? Und, boah, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Oder doch, kennt ihr Mousse Schokolade? Egal. Oh. Räudiger, du. Auf jeden Fall waren es jetzt ein paar Fragen. War es erstmal mit dem Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Also tut's einfach. Auch die ganze Gang hier. Oder auch nicht. Lasst es einfach oder auch nicht. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall abonniert meinen Kanal. Lasst ein Like da. Kommentiert, was ihr wollt. Das war meine Meinung dazu. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tut's einfach, lasst ein Like da, kommentiert einfach. Und übrigens, ganz, ganz, ganz wichtig für die Leute, die jetzt noch dran geblieben sind, weil das treue Fans sind, ihr wisst Bescheid, ne? machen Henry, Gideon und ich am Samstag, die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben, machen Henry, Gideon und ich ein Fantreffen. Also schaut einfach vorbei. Das wird auf jeden Fall noch alles auf Snapchat und Instagram angekündigt, deswegen checkt mich einfach da ab. Auf jeden Fall danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao.